Aber hier brauche ich scheinbar Zerschneider bei den Dornen. Kurz meine Nase kratzen. Hier geht's auch noch weiter. Aber oben ging es ja auch noch weiter. Okay. Ich speichere nochmal vorsichtshalber. Wer weiß, was sonst noch so passiert. Und bezüglich der Streamaufzeichnung ist doch nicht schlimm, wenn ihr nicht dazu kommt, die nachzugucken. Also, da müsst ihr euch von mir sowieso nie für rechtfertigen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr die Streams auch nachträglich guckt. Zum einen einfach generell auch, wenn ihr vielleicht Lust drauf habt. Oder einfach, um auch auf dem Laufenden zu bleiben. Gerade so bei Storyprojekten ist es natürlich schon empfehlenswert, die letzten Streams geguckt zu haben. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, genauso wie wenn Leute nicht zu den Streams anwesend sind. Ich freue mich natürlich, ne? Wenn ich sehe jetzt zum Beispiel, oh, Stella hat reingeschaltet oder so. Klar ist das schön, freut mich, aber wir wissen alle, dass wir auch alle ein eigenes Leben haben und eigene Verpflichtungen und nicht immer Zeit haben und manchmal auch einfach keine Lust haben, generell auf Streams oder auf das Projekt oder so. Das ist auch vollkommen okay, ne? Deswegen, klar, ist es schön, wenn ihr da seid. Es ist auch schön, wenn ihr euch die Aufzeichnungen auf Twitch oder auf YouTube anguckt. Klar, aber ich bin auch niemandem böse, wenn das halt nicht gemacht wird. Und gerade so bei diesem Projekt zum Beispiel oder generell bei Pokémon, man verpasst ja jetzt auch nicht so viel. Ne? Der Kampfhintergrund ist echt schön. Ja, der ist ja auch je nach Gebiet anders. Das haben sie echt schön gemacht. Ich weiß nur mittlerweile nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nur, oben war noch ein Weg. Aber eventuell. Ist das so ein Heilding? Oh, praktisch. Eventuell bin ich jetzt hier unten angekommen. Was ist das hier für ein Ort? Solange die Hüterin Evelyn nicht hier ist, darf ich keinen reinlassen. Ach, jetzt bin ich wahrscheinlich schon an dem Schrein. Wo ich wahrscheinlich später erst hin müsste. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich bin quasi jetzt erst den Weg gegangen, den ich erst als zweites hätte gehen sollen. Na gut, dann haben wir aber zumindest die Trainer schon mal soweit geklärt. Ja, auch kein Problem. Er gibt uns kein Tafelwasser. Das ist schon sehr frech. Aber ich sehe schon, heute ist wieder so ein Stream. Weil es gibt so manchmal die Fälle, wo man so ein Thema hat und da richtig lange drüber reden kann. Und dann gibt es so Streams wie heute, wo man irgendwie einfach von einem aufs nächste kommt und dann im Minutentakt gefühlt einfach wechselt. Ich weiß gar nicht, wo wir heute angefangen haben. Bei Banküberfällen, bei Gartenstories und Persona 5 und Elden Ring und ich habe keine Ahnung was. Meiner Liebe für Knilz. Wir waren heute schon einmal überall, glaube ich. Bei Alerts haben wir angefangen. Ja, stimmt, da waren wir auch. Sage ich doch einmal querbeet alles durch. Hallo Taubsi. Tschüss Taubsi. Ach ja, und noch den Pokémon-Kampf zwischen Kyoko und Kasumi, der zwischendurch ausgetragen wurde, aber der ist jetzt schon wieder aufgelöst worden. Wo zur Hölle bin ich eigentlich mittlerweile? Ich glaube echt, hier ist der Ausgang aus dem Wald und ich bin quasi einmal. Oh no! Einmal richtig gelaufen quasi. Kann ich vor dir fliehen? Nee, du. Nee. Hier ist noch mehr Wald. Wie groß ist dieser Wald? Ich glaube, ich gehe jetzt aber sogar mal zurück.
und guck erstmal, was oben war, weil ich ja hier offensichtlicherweise später erst hin soll. Habe ich irgendwo einen Schutz? Wahrscheinlich nicht. Ich habe eine Lauchstange. Damit kann ich mich zumindest verteidigen. Doch, hier habe ich Schutz. Ah. Dann gehe ich erstmal nach oben und guck, was da noch so ist. Ich kann mich aber nochmal eben heilen. Das ist sehr nett, dass hier der Kristall steht. Auch wenn ich hier, glaube ich, noch nicht sein sollte. Aber das ist sehr, sehr praktisch, dass man sich hier zwischendurch einmal heilen kann. Da brauchte ich Zerschneider. Oh, ich werde sogar gefragt. Wie nett. Ich war schon gerade bereit, ins Menü zu gehen. Grüße vom Dev-Team. Danke fürs Stream. Eher danke fürs Erstellen. Bislang macht es uns auf jeden Fall sehr viel Spaß. Bin mal gespannt, wie der Rest dann so wird. Aber ich glaube, so gerade der Wald hier ist richtig, richtig schön geworden. Und riesiger Pluspunkt dafür, dass die Pokémon Mystery Dungeon Sprites hier eingebaut wurden. PMD ist Liebe und es ist einfach so schön, dass die ganzen Sprites hier zu sehen sind. Das macht mich sehr glücklich. Dich hatte ich, glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, das war tatsächlich auch mal irgendwann bei Jan so, als er mal ein anderes Pokémon-Fangame gestreamt hatte, ist schon eine ganze Weile her, dass dann tatsächlich auch jemand aus dem Entwicklerteam kam und ja, einfach liebe Grüße bestellt hat und vielleicht kurz gefragt hat, so nach Feedback oder so. Finde ich immer ganz schön. Das ist, glaube ich, auch das, wo ich mir wünschen würde, dass es andere Entwickler auch machen würden. Ich glaube, das war das bei Octopath oder war das bei Bravely Default? Bei eins von beiden, wo es nur eine Demo gab, wo man hinterher quasi so einen Fragebogen ausfüllen konnte mit Verbesserungsvorschlägen und die dann auch wirklich von diesen Verbesserungsvorschlägen einiges ins Spiel wirklich implementiert haben. Das fand ich auch eine richtig gute Sache. War das bei Bravely? Dann war es bei Bravely. Also sowas finde ich halt auch wirklich sinnvoll, weil letztendlich haben die Spieler wahrscheinlich auch nochmal andere Erfahrungen als die Entwickler. Und es ist immer gut, sich auch verschiedene Meinungen irgendwie einzuholen. Und letztendlich soll es ja auch den Leuten gefallen, ne? Deswegen ist das halt schon smart. Und ich würde es mir manchmal bei Pokémon-Spielen zum Beispiel, also bei Haupt-Pokémon-Spielen, auch nochmal wünschen, dass da vielleicht ein bisschen mehr auf das Feedback eingegangen wird. Das könnte halt wirklich helfen. Ah, hier sind wir. Ja. Ach, hier ist einfach eine Sackgasse. Oh. Da hätte ich ja auch gleich lang gehen können. Nun. Na gut, dann weiß ich jetzt aber zumindest, wo der richtige Weg ist. Das ist ja auch schon mal viel wert. Ich weiß nicht, ob Knilz... Wie schnell ist Knilz? 15, 18, 25? 15, 25. Ich würde schon gerne... Wobei, nehmen wir mal Orlok, der kann ein bisschen besser kämpfen. Jemanden nach vorne tun, der auch potenziell abhauen kann vor den wilden Pokémon. Dann haben wir aber zumindest bis zu dem Punkt alles erkundet. Psiau ist echt schnell, ja. Hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Wann entwickelt sich Psiau eigentlich? Ich hatte noch nie eins im Team. Wahrscheinlich irgendwie Level 25 oder so, hätte ich jetzt geschätzt. Ich weiß es aber nicht. Aber irgendwer von euch wird es bestimmt wissen. Als ob es wirklich 25 ist. Das wäre jetzt ja schon sehr lustig. Oh, Volbeat gibt's hier auch. Wenn Volbeat nur nicht so unnütz wäre. Aber eine schöne Pokémon-Vielfalt auf jeden Fall. Aber es war halt in dem Moment vorbei, wo es Knilz hier gab, ne? Dann konnte ich nicht anders. Es ist wirklich... Es sieht halt aber auch aus wie ein Pokémon, was sich auf 25 entwickeln würde. Irgendwie. Man levelt hier aber auch echt gut, muss ich sagen. Agilität. Nee, ich glaube, das passt auch so. So, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall links weiter.
Genau, bei dir waren wir ja schon. Und jetzt haben wir hier wieder die Möglichkeit, ob wir nach links oder nach oben wollen. Ich gehe mal vorsichtig gucken. Da ist schon Ariados, das macht mir ein bisschen Angst. Aber ich gucke mal. Krabbel, krabbel in den Kampf, bitte nicht. Ja, ich glaube, mit Safcon kann ich leben. Ich bin, glaube ich, einfach so geschädigt von anderen Spielen, dass ich jedes Mal Angst habe, wenn ich irgendwo einen Trainer sehe, dass der mich gleich einfach massakriert. Wobei ich auch nie verstehen werde, was daran halt so lustig ist. Wir waren halt letzte Woche? In der Woche, wo Samstag keinen Stream gab, waren wir mit Chris und Co. essen. Und da hatten wir uns auch so ein bisschen über Pokémon Hacks unterhalten. Und da hat er halt auch nochmal angesprochen, dass er auch mal einen Hack gestreamt hatte, wo er irgendwie auch in den Vertania-Wald oder so gegangen ist und da random dann so ein Bisbug auf Level 20 vor ihm stand, so gefühlt als erster Trainer. Und dann auch einige Leute bei ihm im Chat halt meinten, dass das vollkommen legitim ist, weil der Hack ist ja nun mal einfach schwer und du musst halt grinden. Und er auch meinte, das ist so ein Bullshit, das ist nicht schwer, das ist beschissen. Und ich meine, es ist ja auch so, ne? Es gibt so viele Leute, die wollen fordernde Pokémon-Hacks erstellen und meinen dann, das schaffen sie dadurch, dass sie dir, wie gesagt, als ersten Trainer da so ein Level 20 Bisbug vor die Nase setzen. Das ist aber dann auch ja nicht schwer oder so. Das ist halt einfach nur so, ja, grind dich mal bitte dumm und dämlich oder cheat dir Sonderbonbons. Also, ne? Halt irgendwie einfach blöd. Da will ich auch meine Lebenszeit nicht reinstecken. Also schwer wäre es wahrscheinlich eher, wenn du irgendwie, nehmen wir jetzt wirklich mal Pokémon Feuerrotblatt, Grün, Vertania, Wald. Das sind ja auch die ersten Trainer, genau. Und wenn du da halt wirklich Trainer hättest, die dann irgendwie teilweise schon... Oh, Pilzi? Ah, Lucky, Dankeschön für 21 Monate Treue. Super lieb von dir. Und die Frage kann und will ich dir nicht beantworten. Meine Gäste bringen ihre eigenen Sachen mit. Ja, wie gesagt, Vertania-Wald, erster Trainer. Und du hast da vielleicht jemanden, der dann schon 4 Pokémon hat. Und dann vielleicht irgendwie, ich sag mal, Taubsi auf Level 6. Und dann vielleicht noch ein Hornlio mit Giftstachel, was vergiften kann oder so. Und noch 2 andere Pokémon. Ne, also irgendwie sowas, aber nichts, was du halt nicht handeln kannst. Also hier ist theoretisch Ende, aber ich kann hier über diese Stege drüber laufen. Okay, dann gehe ich doch nochmal da hinten einmal gucken. Moment, hier war doch auch irgendwo noch das... Nee, das Heilding war noch ein Screen weiter. Gucke ich einmal kurz hier oben. Aha. Okay, aber hier komme ich erstmal nicht weiter. Aber ich gehe mich jetzt nochmal eben kurz heilen und dann können wir da hinten bei den Balken einmal weiter gucken. Ja eben, also ich finde zum Beispiel der Hürdenmodus in Pokémon Schwarz und Weiß 2, der hat das halt echt gut gemacht. Ne, aber einfach nur, wir haben ja letztens zum Beispiel auch diesen einen Hack gehabt, wo dann erste Arena Level 22 war und du hattest vorher keine Trainer zum Trainieren, so. Hä? Ich weiß schon, warum ich Knilz hier normalerweise nicht vorne habe. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall immer sehr froh, wenn ich wirklich was habe, was dann auch gebalanced ist irgendwie. Ich meine, es ist genauso. Es gibt doch bestimmt auch Fire Emblem Hacks, oder? Oder Zelda Hacks oder so. Da gibt es doch bestimmt auch richtig viel kranken Scheiß, oder? Irgendwelche Zelda, selbstgemachte Zelda-Dungeon-Sachen mit 1 Million ätzenden Rätseln, wo du mit einem Herz irgendwie durch musst. Oder so. Big Stretch. Ich hoffe, ihr macht alle einmal mit. Wenn es knackt, das war nur ich. So. Bin wieder einen Nanomillimeter gewachsen.
Mein Rücken freut sich. Ach, guck mal, die Affen gibt's hier auch, aber... Ich bin schuldig, dass ich die in Schwarz und Weiß 1 auch teilweise benutzt habe, weil es für die erste Arena auch richtig gut war, aber... nee. Aber ja. Moment, da oben war ich gerade, ne? Da habe ich geguckt. Genau. Und mit Fire Emblem gibt es bestimmt auch irgendwelche Hacks, die dann einfach, keine Ahnung, standardmäßig Lunatic sind. Oder Metroid, es gibt bestimmt genug Krankenscheiß. So, den hatte ich. Hier war noch ein Trainer. Da kann ich aber wieder Nemesis nach vorne packen. Er trägt übrigens immer noch seinen Mini-Pilz. Einfach weil das in meinem Kopf so unglaublich niedlich aussieht, wie Knilz da aus dem Ball kommt und dann einfach so einen kleinen Pilz noch auf seinem Kopf stehen hat. Vielleicht sinkt der Pilz auf seinem Kopf, ja, God-Shattering Star. Nein, Knilz heißt Nemesis. Ah. Meine Standards waren sehr niedrig. Und dann hast du mich kennengelernt. Und dann ist dein Standard rapide hochgegangen. Ich habe dir gute Layouts gezeigt. Und Lindt-Schokolade. Und mir fällt mir gerade nicht ein, aber... Und dich selber? Naja. Ich meine ganz ehrlich, nach dem Wer geht euch auf den Piss, Janitz Markus Chris Layout, konnte es ja nur nach oben gehen, ne? Aber ich glaube, das war nicht von ihm. Ich glaube, das hat irgendwer anderes gemacht. Wobei Jan war auch immer so die Fraktion. Gut, fairerweise, damals hat man das, glaube ich, auch so gemacht. Das ist halt genauso wie damals, als man angefangen hat zu Let's Play. Man hat halt keinen Rahmen gehabt. Du hast einfach schwarze Ränder gehabt. Und genauso hast du, wenn du angefangen hast zu streamen, einfach nur dein Spiel in eine Ecke geklatscht, den Chat daneben geklatscht. Ende. Also ich glaube, genau wie YouTube wirklich mittlerweile einfach andere Standards hat, ist es bei Streamen halt auch einfach so, ne? Wie gesagt, als ich angefangen habe zu Let's Play in 2011, habe ich auch nur... Ich habe Pokémon Colosseum als erstes gemacht. Ich hatte auch nur das 4:3 Bild in der Mitte und rechts und links war schwarzer Rand. So. Ich wusste auch nicht, wie, was ich da hätte gegen machen können, ne? Das war halt Standard, genau wie diese Mikrofone Standard waren, die so klangen wie der Reichsfunk. Also, oh, Megasauger. Nice. Ja, bitte. Packen wir mal hier mit hin. Ne, und generell 15-Minuten-Parts oder ganz früher noch 10-Minuten-Parts und so. Also, das war vollkommen normal. Und solche Sachen wie benutzerdefinierte Thumbnails und wirklich Rahmen oder auch wirklich aufwendige Layouts, wo dann auch was eingeblendet wird nach und nach. Ne, und bessere Qualität und so. Heutzutage nehmen ja die Leute gefühlt in einem Tonstudio ihre Let's Plays auf oder ihre Videos. Haben dann auch ein riesiges Mischpult noch und so. Ne, und die Rahmen, wie gesagt, werden ja auch immer interaktiver. Irgendwas passiert im Part und der Rahmen verändert sich. Also, das ist mittlerweile ein ganz anderes Kaliber. Und ich denke, bei Streams ist es halt genauso. Damals wusste ja keiner, wie das wirklich funktioniert. Da hat man, wie gesagt, einfach nur, wenn ich jetzt mein Layout nehmen würde, quasi das Spiel links und oben angepappt, dass da kein Abstand ist, Chat daneben gepappt. Wenn zu viel Platz war, Chat breit gezogen, so richtig eklig. Und dann irgendwo noch die Top-Donator durchlaufen lassen und das war's. Ne? Also das hat sich irgendwie auch so ein bisschen... Knilz wird einfach gerade richtig baff. Das hat sich halt auch schon verändert, ne, von der ganzen Qualität her. Sowohl Tonqualität als auch wirklich mit den Layouts. Und ich sag mal, dann kam ja so die Phase, wo die meisten Leute sich eine Cam eingerichtet haben. Weil ich glaube wirklich, wenn man eine Cam streamt, ist das angeblich auch besser für den Algorithmus und angeblich ist die Zuschauerbindung besser. Mag auch alles stimmen. Ändert nichts dran, dass ich mich damit nie wohlgefühlt habe. Und gut, jetzt heutzutage hat man dann die VTuber quasi so ein bisschen als Ersatz, wenn man halt keine Cam machen möchte. Also ich glaube, das, was wirklich viele, viele, viele Jahre dieses war, machst du deine Cam mal an, Streamer mit Cam, ist heutzutage das, machst du dir mal einen VTuber-Avatar? Wenn die Leute wüssten, wie teuer so richtig gute VTuber-Avatare sind. Ne? Also... Ja, es ändert sich schon immer mal wieder. Die sind so teuer. Also wenn du, glaube ich, wirklich so einen... menschlichen Avatar haben willst und auch richtig aufwendig, so Ganzkörper,
und wirklich mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und so, bezahlst du schon ein paar tausend Euro. Also, das ist schon nicht so günstig. Je nachdem, bei wem du es natürlich machen lässt. Ne? Gibt natürlich auch Leute, die wesentlich weniger dafür nehmen. Gibt auch Leute, die das, ich sag mal, professionell richtig machen, beruflich. Da zahlst du natürlich schon mehr. Wenn ich jetzt nur Meraki beispielsweise animieren lassen würde, wäre es wahrscheinlich deutlich billiger, weil der natürlich auch nicht so die Anatomie und die Ausdrücke hat, wie wirklich so ein Mensch. Ne? Aber ich wüsste gar nicht, wo ich den noch hinpacken sollte. Ich finde mein Layout so... Nein. Ich finde mein Layout eigentlich schick. Ich meine, ich kann das voll verstehen, sowohl bei Cam als auch bei VTuber Avatar, dass es einfach schön ist, irgendwo ein Gesicht zu haben zu der Stimme und wirklich diese Ausdrücke auch zu haben. Es ist dann halt vielleicht auch ein bisschen persönlicher und interaktiver. Aber ich wie gesagt, VTuber habe ich halt kein Interesse für mich. Also ich finde das voll okay, ich habe da überhaupt kein Problem mit, aber ich persönlich brauche es jetzt nicht unbedingt. Und das ist mir auch einfach zu teuer, ehrlich gesagt. Ich hätte ja auch einen gewissen Qualitätsanspruch. Das Level Up, okay. Und Cam müssen wir nicht drüber reden, dass ich mich damit nicht wohlfühlen würde. Was ich aber so witzig finde, weil es gab ja so eine Zeit vor VTuber, wo jeder gefühlt eine Cam auf Twitch hatte. Du hast fast keinen Stream gefunden, wo es keine Cam gab. Das war einfach Standard. Und ich so, ja nö. Ich habe mich sehr tapfer gehalten. Mit Ich will nicht. Ulo Turzel. Auch ganz cool, aber ich habe sowohl Wasser als auch Pflanze schon. Hallo Gracie. Deswegen brauchen wir das nicht unbedingt. Also ich bin irgendwie immer schon so ein bisschen gegen den Strom geschwommen und habe mir gesagt, alle haben eine Cam, aber nee, möchte ich nicht. Und ich meine, es gibt dann eine lange Liste von Gründen, warum ich nie eine Cam wollte, auch wenn die Frage gerne mal kam. Was sieht so schön aus mit den ganzen Pokémon hier. Was steht hier? Ist das die Stadt da oben? Ah ja, ich will noch mal kurz hier gucken, bevor ich zur Stadt gehe. Ach, ob ich da vielleicht Zerschneider bekomme nach der Stadt? Sieht mir so aus. Okay. Svenja, warte! Haben wir es also nach Silveria City geschafft. Ich kann immer noch nicht richtig glauben, dass wir jetzt Trainer sind. Hier suchen wir also diese Hüterin Evelyn, soll sie ja heißen. Bin immer gespannt, was sie über uns, über diese ganze Situation sagen kann. Aber zunächst... Mittlerweile sollten wir doch beide etwas stärker geworden sein als bei unserem ersten Kampf. Ich denke, es wird Zeit, unser Können erneut auf die Probe zu stellen. Wenn du gerne auf die Nase bekommen möchtest. Wobei du vom Level her scheinbar recht hoch bist. Aber Starre Lilly ist gut. Bei Level 14, das geht. Das ist in Ordnung. Aber ja, auf jeden Fall mag ich mein Layout eigentlich so, wie es ist, ganz gerne. Finde, das ist auch eigentlich ganz stimmig für die Streams. Und ja. Aber heutzutage kommt die Frage auch gar nicht mehr so oft. Tatsächlich. Und ich... glaube zwar schon, dass es auch wirklich vernünftige Leute gibt und ich sag mal so Stammzuschauer, die sich vielleicht auch manchmal so fragen, so, wie ist das Gesicht zu der Stimme? Und das ist auch vollkommen okay, weil ich kann mich ja im Gegenzug auch so fragen, oh, die Person schreibt viele Kommentare. Ne, und da irgendwie ein Gesicht zuzuordnen, ist vielleicht auch manchmal ganz interessant irgendwie. Gerade so nach Zuschauertreffen, dann kann ich immer so ein bisschen, dann habe ich ja immer ein Gesicht zu dem Namen. Ne? Das ist schon irgendwie ganz schön natürlich, aber jetzt auch nicht super wichtig. Aber ich meine damit nur, dass ich auch niemanden verurteile, der sich potenziell die Frage stellt. Nur habe ich die Erfahrung gemacht, die meisten Leute, die wirklich so vehement nachfragen, ob ich nicht mal eine Cam mache oder mich zeigen möchte oder wie auch immer, das sind halt dann auch meistens so die XX-YOLOBOY69HD4KLPXX-Leute. Die dann generell von vornherein nicht so viel Interesse an dem Content hatten, sondern wirklich das einfach nur, die das irgendwie interessiert hat, warum auch immer. Puh,
diese Kämpfe können wirklich erfrischend sein, aber ich glaube, wenn wir so weiter trainieren, haben wir wirklich eine reale Chance gegen diese Team Tundra-Schurken. Da wollen wir diese Hüterin suchen. Ich werde schon mal vorgehen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit, es scheint ja doch einiges auf dem Spiel zu stehen. Okay. Manchmal frage ich mich schon, wie stellen sich die Leute mich vor? Die Sache ist, ich stelle mir eigentlich Menschen generell nicht so wirklich vor, weil du kannst damit ja auch irgendwie nur falsch liegen irgendwie. Deswegen, wenn ich mir dich vorstelle, Kuro, dann bist du in meinem Kopf wahrscheinlich einfach ein Snatcher oder so. Aber ja, es ist, wie gesagt, teilweise ganz cool, natürlich ein Gesicht dazu zu haben, aber es muss halt nicht wirklich sein. Und ich werde auch nie verstehen, warum manche Leute da so extrem, wie gesagt, nachfragen irgendwie. Und es sind halt leider meistens auch jetzt keine schlimmen Leute oder so, aber es sind halt sehr oft Leute, wo ich mir denke, okay, die Person ist wahrscheinlich maximal 12. Ein Cherox! Hallo? Und Pinsir ist auch noch da. Und Leute, die das Holz hier hacken. Das ist ja cool, dass die hier wirklich mit dem Pokémon am Arbeiten sind. Da kommen die ja noch aus der Versenkung. Das da hier, Cherox. Sieht aber auch sehr schick aus hier. Guten Tag. Du wolltest dir eigentlich in Silveria eine neue Heimat suchen, aber diese ganze körperliche Arbeit hier würdest du nicht aushalten, okay? Oh Gott, ein Miltank. Suche aber gerade erstmal noch das Pokémon Center, bevor ich hier erkunde. Das hier ist aber, glaube ich, eher... Oh, es ist das Pokémon Center. Oh, never mind. Ich dachte, das wäre irgendwie etwas anderes noch. Das sieht ja cool aus hier drin. Okay. Schön, dass sie das Pokémon Center auch so ein bisschen angepasst haben. Habt ihr noch irgendwas Interessantes zu erzählen? Raupi hat sich an einem Pokémon gestochen und wurde vergiftet. Oh nein! Armes Raupi. Aber wie der hier mit der Axt einfach rumläuft, der Typ. Also ich meine, ja, die hacken hier ihr eigenes Holz und so, ne, und bauen ihre Stadt weiter aus, aber... Also wenn ich irgendwie beim Arzt wäre und da läuft irgendwer mit so einer Axt rum, hätte ich so meine Bedenken, bin ich ehrlich. Ich erinnere mich noch dran, als wir mal irgendwie durch die Stadt gefahren sind und dann auf dem Bürgersteig jemanden gesehen hat, der dann mit einer Kettensäge entlang ging. Die er sich wahrscheinlich im Baumarkt ausgeliehen hat, aber es war trotzdem minimal creepy, ja? Wie viele Pokebälle habe ich noch? Komm, einen können wir uns nochmal gönnen. Tränke? Ja. Wie sind wir hier aufgestellt? Da haben wir 5 und 5 und 5. Dann können wir nochmal gucken, dass wir zumindest 2 Eisheiler dabei haben und 2 Feuerheiler, so für den Fall der Fälle. Kann ich mir 10 Schutz? Ja, 10 Schutz kann ich mir leisten. Ah, das ist schon wieder gut eingekauft. Was ich übrigens aber zum Thema sich irgendwie zeigen und Bilder zeigen und so und Cam anmachen noch sagen wollte. Selbst wenn ich heutzutage irgendwelche Bilder von mir posten würde online, ich könnte doch potenziell, oder die Leute können da potenziell so viele Filter drauf packen, dass doch eh keiner mehr so aussieht, wie er wirklich aussieht. Aber nee, ich glaube, ich würde mich halt einfach echt nicht wohl damit fühlen. Habe ich ja schon oft genug gesagt, dass ich einfach irgendwie, glaube ich, permanent Angst hätte, dass ich irgendwie doof aussehe oder dass ich mich einfach beobachtet fühle. Und ich glaube, dann würde auch einfach der Content darunter leiden, wenn ich mich beim Stream einfach selbst nicht wohl fühle. Plus, wenn es einem im Internet ist, ist es halt immer im Internet und das möchte ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe auch einfach nicht genug Selbstvertrauen, um mich da wirklich so im Internet so total selbstverständlich präsentieren zu können. Komm her. Elirons Tod war für uns alle ein großer Verlust. Ob das irgendwie ihr Bruder, ihr Vater, irgendwer ist? Ah, Ziehtochter, okay.
Ich meine, ganz so kreativ ist die Namensgebung dann vielleicht nicht gewesen, aber zumindest sieht man den Zusammenhang ganz gut. Und in den Keller kann ich, glaube ich, auch nochmal. Solange ich nicht wieder random in irgendein Haus reingehe und von einem Typen begrüßt werde, dessen Klo verstopft ist. Das hat mich geprägt, okay? Das hat mich traumatisiert. Ist das das Klo? Das könnte das Klo sein. Aber hier scheint alles sicher zu sein im Keller. So. Und dann wieder hoch. Danke fürs Streamen. Sehr gerne. Wie gesagt, ich bin immer froh, wenn ich Pokémon Hacks oder Fangames finde, die auch wirklich gut gebalanced sind. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Ne? Leider sehr, sehr viel ist sehr schlecht gebalanced, muss man einfach sagen. Also ich hatte wirklich schon Fälle, wo ich teilweise in der ersten Stadt in ein Haus gegangen bin und wurde random von einem, ich weiß gar nicht mehr was es war, Simsala auf Level 50 zerfetzt, weil die Entwickler dachten, das wäre lustig. War nicht so lustig. Oder dass du irgendwie gefühlt mit ganz seltsamer Story erschlagen wurdest, die du gar nicht lesen wolltest. Da ist das hier auf jeden Fall wesentlich angenehmer bis dato. Und ich bin so froh, dass es mal was auf Deutsch gibt. Das ist so angenehm zum Streamen, tatsächlich. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung noch weiter voranschreitet. Ich meine, es ist ja auch bis dato eine Demo. Und wenn es dann irgendwann weitergeht, dann denke ich, würden wir auf jeden Fall den Rest natürlich auch noch streamen. Ihr habt euch echt an Golden Sun orientiert. Das habe ich so oft gelesen im ersten Stream von so vielen Leuten. Ich habe Golden Sun selbst nicht gespielt, aber ich habe das von mehreren Leuten immer gelesen, dass der Dungeon am Anfang mit den Kristallen, wo auch die Story war mit Team Tundra, da haben auch so viele Leute gesagt, dass das total Golden Sun-Vibes irgendwie hat. Finde ich total cool zu lesen, dass das wirklich mit die Inspiration war. Guten Tag. Die haben einen großen Kühlschrank. Du bist nicht von hier, du bist komisch. Du mich auch. Geh ich jetzt einfach in deinen Keller und raub dich aus. Warum finden wir schon mal ein Schlafzimmer im Keller? Ich finde es übrigens immer noch sehr cool, dass die Häuser hier tatsächlich Badezimmer haben und die Mutter ihr Geschäft nicht in der Küchenspüle verrichten muss, wie in den Haupt-Pokémon-Spielen. Das ist sehr beruhigend.